Mit mehr als 2000 Kilometern Wegstrecke liegt das längste Radwegenetz Deutschlands am Niederrhein. Davon werden wir heute in dieser Tour 30 Kilometer fahren. Unsere Strecke verläuft von Tönisforst über Kempen nach Grefrath zum Flugplatz Grefrath-Niershorst. Weitere Informationen zum Radeln sind unter diesem Video und am Ende dieses Videos verlinkt. Wir beginnen unsere Radtour direkt in den Feldern. Auch die weitere Tour verläuft auf dem Radweg oder direkt in der schönen Natur. Durch die flache Landschaft des Niederrheins ist die Region Niederrhein bei Radfahrern sehr beliebt. Da wir unsere Tour in Tönisforst starten, kommen wir natürlich auch an Apfelplantagen vorbei. Rund 40 verschiedene Apfelsorten werden in Tönisforst angebaut, darunter auch der rote Königsapfel. Natürlich dürfen auch die Kappesfelder und der Kappes selbst nicht fehlen. Damit ist Weißkohl oder auch Kraut gemeint. An dieser Stelle befinden wir uns bereits in Kempen, auf dem Radweg in Richtung Bramsweg. Der Bramsweg ist ein Fahrradweg auf einer früheren Bahntrasse in Richtung Kaldenkirchen. Im Mai 1982 wurde der Personenverkehr eingestellt. Jetzt führt uns der Radweg weiter bis zum Flugplatz Grefrath-Niershorst in Grefrath. Der Zugang zum Bramsweg ist recht unscheinbar. Er liegt an der Herkenradstraße. Nach Grefrath sind es jetzt noch ca. 7 Kilometer zu fahren. Belohnt wird man mit dieser schönen Aussicht inmitten der Felder in der Natur. Sogar gesundes Gemüse wird auf der Strecke angeboten. Jetzt sind es nur noch knappe 4 Kilometer bis zu unserem Ziel. Eine Straße muss überquert werden. Der Radweg setzt sich auf der anderen Straßenseite fort. Als Orientierung dient der Gasthof am Bahnhof. Auf dem letzten Stück finden sich im Wald noch Hinweise zu dem nicht mehr existierenden Grefrather Bahnhof. Nach 15 Kilometern ist das Ziel der Flugplatz Grefrath-Niershorst erreicht. Über die gleiche Strecke geht es später zurück nach Tönisforst.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.